So eine, so ein langer Kühl macht überhaupt nichts satt. Muss mal gesagt sein. Dennis, falls du noch da bist, das ist wirklich Kahn. Dahinter dem Stream Setup. Was geht ab? Was hast du? Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, so nah musst du nicht mehr ran. Doch, Mann, die Leute stehen jetzt da drauf. Kommt da schon ein bisschen ins Rote. Test. Hey, wir haben einen neuen Emote. Ey, schreibt mal eine 1 in den Chat, wenn ihr mich geil findet. Oder eine 2, wenn nicht. Okay, wir haben aktive Leute da, dann versuche ich mal irgendwas zu sagen.
Versucht es. Ich weiß, es ist schwer, aber ihr könnt es schaffen. Ich finde ja, wenn Rivka auf Dreamland gewinnt, sollte er Game 3 einfach viermal SD'en, damit er das nicht machen muss. Warum hat das noch keiner erwähnt? Alter, kranker Emote. Das ist doch happening hier. Da merkt man, dass Dennis hier so ein bisschen fehlt. Hier. Der hätte uns auf jeden Fall allen erzählt. Ich weiß nicht, was für eine Bedeutung so ein Stream hat. Kommen bestimmt zwei Leute. Wow, er wird einfach geshield grabbed. Das fühlt sich nicht gut an. Ist nicht mal in der Gruppe gepostet worden. Also jedenfalls sicker Emote. Alle einmal einen Berlin 13 Hype in den Chat. Oh, Needle Edge Guard, okay, okay. Leute hat es nicht geschafft zu crouch-canceln diesen neuen Stock. Also, er war meistens eh in der Luft, aber weiß nicht. Ich glaube, das könnte man mehr ausnutzen. Keine Edgeguards. Komm, Edgeguard muss sitzen jetzt. Ja, easy. Okay, jetzt Klatschbox. Klatschbox in 3, 2,5, 2, 1,5, 1, halb, 0. Oh, er ledgecampt. Klatschbox. Okay, Downthrow. Weiß nicht, ob das kombon kann. Ich weiß nicht, wenn der Gegner nicht weiß, wie man die Eid macht. Okay. Ich meine, selbst ich weiß, wie man die Eid und ich habe hart auf die Fresse bekommen heute. Ob es gegen Mountainschuhe ist, weiß ich auch nicht. Ja, wenn man scheiße die Eid, wird man auch bei Mouth arrested, glaube ich. Was? Tut mir leid, das war die Taschenarbeit. Nichts passiert. Komm nicht wieder vor. Also, wie schon gesagt, ich würde als Rivka jetzt einfach viermal SD'en auf Dreamland, damit er danach auf einer kleinen Stage spielen kann.
zeigen. Oh, der Eck. Da haben die 96 nicht geholfen. Und super komisch auf Schick. Habe ich auch schon öfters gehabt. Wander ist, glaube ich, ein Oldschool-Berliner Spieler, der war früher recht aktiv. Ich habe, glaube ich, auch mal gegen den gespielt, da bin ich mir aber nicht sicher. Vor längerer Zeit. Also der war schon lange nicht mehr da. Ein bisschen von dem Bär selbst glatter ist.